Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon Pokémon-MMO. Ich wollte schon wieder Pokémon Revolution Online sein, aber das mache ich jetzt nicht. Wir sind hier in... wo sind wir hier denn? F1. Wie heißt die Stadt? Hä, das ist Einal? Echt? Schön, Carlos sah anders aus. Stimmt, das ist echt Einal. Ich würde gerne wissen, wie der Gavina... Ah, Gavina ist der Ort. Okay. Haben wir das auch? Wir... Oh, da sehe ich schon zwei Pokebälle. Aber erstmal wollte ich durch die ganzen Häuser hier gehen. Ja, ich hätte gerne einen Turbo-Treter, aber die scheint es hier wohl nicht zu geben. Leider. Oh, ein Klavier. Oh. Cool. Ich liebe ja Klavier und Piano. Schlagzeug war nicht so meins. So, und ein Chiamara oder sowas? Gugur? Ja, du bist ein Düsegur. Genau, das bist du. Hä, warte, da unten, der konnte laufen. Warte, hab ich schon was? Wann kommt das erst später? Medizin, Kampfgegenstände. Aha, nee. Ich glaube, hab ich nicht. Bären habe ich auch nicht. Nee, hab ich nicht. Schade. Vielleicht kommt das noch. Der letzte Part ist ein bisschen zu lang geworden. 30 Minuten habe ich gesehen. Das möchte ich eigentlich nicht. So 20 Minuten wären okay, aber nicht 30 Minuten. Ich glaube, hier gibt es echt nichts. Boah, wie, ich laber hier alles voll, ja? Und dann gibt es hier am Ende nichts. Das wäre dramatisch. So, was haben wir hier? So, du gibst mir auch nichts. Ja, geil. Dankeschön. Hier sind es auch nichts, ne? Nee. Wäre aber cool gewesen, wenn da drin was ist. Ach. Boah, das Bewegen ist ja echt ein bisschen schwammig. Ich würde ganz gerne laufen. Laufen, laufen. Hallo Opa. Was gibst du mir? Nichts. Er raubt mir ja alle meine Zeit, ne? Das ist ja hier was. Ja, zusammenleben. Ich lebe auch gerne mit euch zusammen. Oma und Opa. Och, nochmal so viele Menschen. Das ist ein bisschen aus wie der Arena-Leiter. Von, keine Ahnung, wie die City heißt. Ich kenne mich in Einal halt überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass es hier diese Kontakt-Safari, glaube ich, gab. Aber sonst weiß ich hier von nichts. Hallo, gibst du mir was? Oh, Pokéball. Oh mein Gott, es hat sich gelohnt, hier hinzugehen. Stimmt, wir können gleich mal ein paar Pokébälle kaufen. Und das ist nur ein Typi. Feuerpflanze, ich fange an. Auf die Pflanze, fertig, los. Feuer. Setz Feuer ein und ich pflanze. Pflanzen-Pokémon sind schwach gegen Feuer-Pokémon. Also habe ich verloren. Ja, und jetzt? Ja, danke schön. Wow. Wow, wow, wow. Danke, kleines Mädchen, für diese Erkenntnis. Das heißt, wir holen uns noch eben ein paar Pokébälle. Ich glaube, die sind nämlich ganz schön wichtig hier. Boah, damals hat sich jeder so gewundert bei den Leaks, wie sich das Pokécenter entwickelt hat. Das sieht so anders aus als in den Vorgängern. Wie viel kaufen wir denn? Wie viel Geld habe ich denn? Wo steht denn hier mein Geld? Ach, da oben. Ich kaufe mal hier so. Kaufen. Super, habe ich gekauft? Bitte komm mal wieder. Ja, ja, ja. Wir sehen dann, wann ich mal wieder komme. Was haben wir hier unten eigentlich für Sachen? Wir haben hier einmal den Rucksack. Wir haben den Trainerpass. Mit C. Aha, okay. Dann haben wir Community, V, PvP, Pokédex. Wie öffnet sich der Pokédex hier? Naja. So, naja. Und ein Global Trading und Post. Okay. Und ein Geschenkeshop und ein Menü. Okay. Super, dann können wir jetzt mal weitergehen und gucken, auf welche Route wir hier kommen. Ah, hier gab es diese Schildtafeln, die sind cool. Die sind echt cool. So. Oh, der Visucaster klingelt. Oh nee, bitte nicht bitte wieder. Ah, ich bin's, deine Mutter. Wie geht's dir denn so, mein Schatz? Hast du schon mit deinem Poké-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In der Hoffnung, ich leg da mal wieder auf. Ja, wow. Dankeschön. Oh, da ist sie ja. Endlich habe ich dich eingeholt. Okay. Schenkst du mir jetzt was?
Ja, Turbo Treter! Ah, super! Ja, halt den B-Knopf gedrückt. Oh, danke schön, Mama. Du bist die Beste. Du bist einfach die Beste. Ja, bla bla bla, danke schön. Turbo Treter. Oh, endlich. Endlich kann ich laufen, Leute. Okay, haben wir schon. Oh, Level 6 schon. Von 3 auf 6 gestiegen. Kampf in den Aquaknarre. Schnüffler, ja, dann schnüffel mich mal hier. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Nicht, dass wir hier zu lange sind. Okay. Und nochmal Schnüffler. Dankeschön, dass du mir hier einen Free Kill gibst. Das finde ich nett. Ihr könnt außerdem mal unter die Kommentare schreiben, welche Starter-Pokémon ihr bei Pokémon Schwert und Schild nehmt. Ich nehme, glaube ich, Memomon. Memeon. Weil das echt süß ist. Das finde ich echt cool. Sonst hätte ich Hoplo genommen. Aber Hoplo erinnert mich zu stark an Panflam. Und ich habe Angst, dass es wieder so ein Kampf-Pokémon wird. Am Ende wie Logok, Inferno, dieser komische Wrestling, oder war der Umlicht? Weiß ich gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie der heißt. Flammiau. Nee, weiß ich echt nicht. Ich habe den nie gespielt. Flamblex oder so, glaube ich. Oh, unser Pokémon-Kampf. Der erste. Geil. Dann zeig mal her. Edmund. Nagelock ist mir in den Kampf geschickt. Pokémon Schwarz und Weiß waren so die ersten Editionen, die auch mit viel Wetter gemacht haben. Mit Jahreszeiten und sowas, das war richtig cool. Da konnte man so versteckte Orte finden in verschiedenen Jahreszeiten. Ich glaube, das ist hier auch, warum links steht SZ, könnte das vielleicht Sommerzeit bedeuten? Ich glaube schon. Immer wenn ich 100% nicht sehe, ja. Oh, da freue ich mich auf die Winterzeit hier. Oder geht das vielleicht nach der Jahreszeit? Ne, 21.58 Uhr haben wir gerade nicht. Muss ich mal drauf achten. So, was haben wir hier? Achso, hallo, ich will kämpfen. Super. Super, super. Warte, den Pokémon. Ach Gott, wie hieß denn der Film? Ach, Detektiv Pikachu hieß der Film. War der drin? Ich war da drin. Ich fand den cool. War sehr actiongeladen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe aber wenig Pokémon-Kämpfe. Das fand ich schade. Ja, so ganz, ganz große Katastrophen, wie Erdbeben und sowas. Und dann war es ein Shelterra. Das war schon irgendwie ganz cool. Kommt ja bald ein zweiter Teil, ne? Ja, da freue ich mich tatsächlich. So, komm, ich möchte eigentlich noch ein Pokémon fangen hier. So, was gibt's hier? Ach, noch so viel. Ach so, viel die haben wir noch gar nicht. Dann gucken wir mal, ob wir fangen. Aber bis jetzt haben wir halt nur normal Pokémon. Komm, Tackle. Ja? Okay, dann probieren wir mal. Pokéball. Komm, Pedio. Ich weiß, dass du mit mir die Welt bereisen willst. Ja, super. Dö. 38. Level 11. Nassmacher. So, hier haben wir noch einen Pokerkampf. Oh Gott, der hat einen Yorklef. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn er schon Yorklef schreit. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, wir nehmen da auch wieder Aquaknarre. Ist am sinnvollsten. Wie ist es bei euch? Habt ihr am Anfang auch nur immer mit euren Starter gekämpft? Weil die Anfangs-Pokémon waren nicht immer cool. Pokémon X gab es halt dieses coole Feuerflugviech. Und sonst wird mir nichts einfallen, was halbwegs cool war. Ah, Twapsel war cool, Kanto. Das ist ja auch relativ zum Anfang. Aber sonst? Keine Ahnung. Finde ich irgendwie hier
nicht so viel Cooles. Ihr könnt jetzt so ein Pilz-Pokémon sein. Ah, ein Trank. Oder vielleicht doch ein Pokéball. Ist ein Pokéball? Ja. Okay. Dann gab es da kein Pilz-Pokémon. Ich meine, das gab es hier Champignon oder sowas. So ein Name, ey. Hey, Kamito! Oh, nicht die schon wieder. Hallo, Bell. Na los, lass uns kämpfen. Was, jetzt schon? Ach, super. Ist ja nicht so, dass meine Pokémon alle geschwächt sind, ne? Mrs. Bell. Aber ich glaube, das werde ich hier noch schaffen. Ottaro, Ottaro. Dann Kampf. Und... Oh, da steht sogar bei. Sehr effektiv. Das ist gut für die Psycho und nicht Pokémon, weil da bin ich mir immer total unsicher, was jetzt effektiv ist und was nicht. Und meistens mache ich dann echt immer das Falsche. So, ein Jockef noch. Kampf mit Aquaknarre. Mann, ich hätte auch gern Pokémon in Real. Mann. Am liebsten ein Fünks. Fünks finde ich nicht so süß. Fünks oder Vulpix. Oder ein Libeldra, wo ich dann drauf fliegen könnte. Das wäre schon geil. Oder ein Suicune. Suicune finde ich auch mega geil. Generell die Johto legendären Pokémon sind irgendwie fast alle geil. Bin nur kein Fan von Raikou oder Entei. Finde ich nicht ganz so cool. So, wir sind in der nächsten Stadt, in Orion City. Hier soll es wohl einen Arena-Leiter geben. Ach, guck mal, der schenkt uns einen Superball. Dankeschön. Danke, danke. So, dann. Hallo, was schenkst du mir? Du schenkst mir gar nichts, das finde ich aber nicht ganz so nett. Sie sind sehr, sehr unfreundlich zu mir. Oh Gott, was gibt's hier eigentlich? Überall drei Leute. Ja, ja, die Familie ist stolz auf dich. Du willst ins Ausland Pokémon-Kämpfe beschreiten. Dann mach das. Und du willst mir einen Spitznamen geben. Aber ich will dir keinen geben. Boah, lass mich hier durch. Ach. Ach, die Bewegung ist noch ein bisschen hakelig hier, finde ich. Aber es wird schon. Ach, hier sind wir. Okay. Ja, ja, bla bla bla. Aussehen können sie sich ändern. Genau. Ah, stimmt. Da gab es gleich die Affen, glaube ich. Du, darf ich hier hoch? Nein? Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal hier rein. So. Hallo, Schwester Joy. Dankeschön. Hast mein Pokémon geil? Danke, danke. Wie sieht der PC hier aus? Okay, in Ordnung. In Ordnung. Oh, dann gehen wir in die Trainerschule. Ich würde auch viel, viel lieber in so einer Pokémon-Welt leben, als in der Realität. Weil in so einer Trainerschule stelle ich mir eigentlich echt cool vor. Falls man die überhaupt nötig hat. Vielleicht lernt man ja auch Deutsch und sowas. Also Sprache. Und Mathe. Was? Mit welchen der folgenden Items kannst du dein vergiftetes Pokémon heilen? Mit dem. So, machst du? Paraheiler. Pokémon, das eingeschlafen ist, wechsel Aufwecker. Bingo. Dankeschön für den Hyperheiler. Damit kann ich alles heilen. Ich weiß. So, dann kämpfen wir jetzt erstmal hier gegen Scheren. Hallo Scheren. Komm, kämpfen wir. Ja. Ja, wir kämpfen. Ja, ich will kämpfen. Danke. Filio. Filio. Und Otau. Otau, Otau. So, Aquaknarre. Ach, so doof. Das ist jetzt nicht so nett. Sehr pfeu. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz so effektiv. Was hätte ich machen können, ne? Tackle. Orangenhieb? Au, 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 aua. Tackle. Komm. Oh, Tackle macht gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Okay. Mach nur weiter, so. Tackle. Ach, es hat sich geheilt.
nicht sein Ernst. Das, also das fand ich jetzt schon ein bisschen frech, dass es sich geheilt hat, ja? Weil ich heile meine Pokémon ja auch nicht. Okay, ich glaube, ich habe verloren, Leute. Ich denke. Oder? Ragnhild? Ja. Felio? Kannst du was machen? Mit Kratzer? Aua, aua. Ach, super, Felio. Ach, macht's aber kaum Schaden. Okay, das war der. Der war ein bisschen zu stark für mich. Nagelotz. Komm, Nagelotz. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld ich verdiene. Ich habe 1084. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Ah, nichts. Ha, gut. Das finde ich super. Okay, bevor wir in die Trainerschule gehen, gehen wir hier mal nach rechts. So, hallo? Ja, vielleicht finde ich was. Genau, vielleicht finde ich ein stärkeres Pokémon. Was ich gegen Scheren einsetzen kann. Oh, ja, ist das hier Traumrache? Okay. Filio. Okay. Und Level 8. Oh, 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 oh. Jetzt werden sie aber hier stärker. Kampf mit Aquaknarre. Ich glaube, nach dem Kampf war es das auch erstmal. Für die Partei Pokémon. Aquaknarre, Komotaro. Super. Super gemacht. Ich kann stolz auf mich sein, Otaro. Und nochmal Aquaknarre. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, und gut gemacht, Otaru. Ja, Leute, dann würde ich frech behaupten, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir die Traumbrache erforschen und den Arenaleiter machen. Na? Also, bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.